So, Ladies and Gentlemen, ich habe den Timer schon abgebrochen, bevor er abgelaufen war vom Stream. Wir sind wieder bei Stray Blade. Ein bisschen später, als ich das geplant hatte. Und das ist das Spiel, was wir auch gestern schon gespielt haben und auch schon letzte Woche schon gespielt haben. Es ist ein Souls-like-ähnliches Spiel mit einem, wie hieß es nochmal? Es ist einfach ein Souls-like. Mit unterschiedlichen Waffen und, einem Kontersystem und viele Gegner zum Töten, habe ich glaube ich schon gesagt. Man muss eigentlich ganz viel Ausrüstung sammeln, weil man muss alle, also man muss Waffen meistern, um Fertigkeiten zu erlernen. Und halt auch Bosse in der Welt natürlich besiegen. Problem ist, es ist wirklich sehr, wie soll man sagen, die Welt ist ein bisschen sehr verschachtelt. Man läuft häufig an gleichen Ecken mehrfach vorbei, weil man einfach denkt, ich weiß nicht, ob ich schon mal hier war. Aber jetzt in ganz neuem Gebiet sind, fast ganz neues Gebiet, weil da drüben waren wir schon mal an der Ecke. Ist gerade wieder alles neu. Weil wir haben den ersten Boss getötet, also Hauptboss. Man muss immer seinen General erst töten, dann kann man den Hauptboss angehen. Und das war gestern gar nicht so ohne noch, weil wir es noch gerade am Ende so geschafft haben. I always loved these paintings. The people in it are the Ukrainians, right? And that's the spire. They're bringing the spirits that weren't able to get into the flux alone to the spire. There, they will be released. It was their most holy ritual. Oh, but I forgot. You don't believe in such things. Guten Abend, Zorn. Grüß dich. Or do you? It is hard to doubt it after spirits have entered this stone. And since I got that ability, I can feel the flux. I feel it running through me every time I use it. Bevor 10.000 Fragen kommen wegen Age of Wonders 4. Ich habe heute den Tag über auch Age of Wonders 4 gespielt, aber ich habe ein Embargo für den Samstag um 18 Uhr, glaube ich. Dann kommen Videos online, wo alle Informationen drin sind, die man so benötigt fürs Spiel. Ich habe schon recht viel Zeit reingebuttert. Aber ich darf halt heute noch nichts zeigen. We'll see about that. You feel, darling, there were not many of the clan that could hold their own against me. They're like wolves, only strong in packs. No offense. Oh, none taken. You can stay here for a while. Da oben steht auch einer mit Schwert und Bogen. Es tut mir so leid wieder. Ich habe Kaffee getrunken. Ich schwöre, aber irgendwie trotzdem müde. So, der Pilz gefunden, dann haben wir nämlich in dem Bereich hier vorne 100%. Habe ich schon alles entdeckt. Oh, danke! Zauberer von Oz. Danke für die 10 Subs, die du verschenkt hast. Direkt zum Start. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dabei ist noch gar keiner da, wir sind noch gar nicht wach. Ready, Farid.
You ready, Farron? Hallo Black Fox. Na super. Wir sind beim Pfeil des Schuss so gesehen durcheinander gekommen. Ah, geht doch. Ich dachte, jetzt jagt der mir einen rein. Auf jeden Fall sehr, sehr lieb von dir, Oz. Ich habe in letzter Zeit eh so das Gefühl, dass sich ein paar mehr Leute wieder dazu entscheiden, hier auch generell zu unterstützen auf Twitch. Wahrscheinlich, weil ich letztens gemeint habe, vielleicht will ich demnächst auf YouTube streamen lieber anstatt auf Twitch. Aber ohne Gewehr. Inzwischen kommen aber von vielen, sag ich mal, die Rückendung, dass du einfach mit der Werbung und es gibt ja auch inzwischen Subscriber-Service auf YouTube und so weiter und so fort bei YouTube besser aufgehoben bist, weil die Shares einfach besser sind. Und natürlich die Werbeeinnahmen sind auch besser. Twitch kriegt ja kein vernünftiges Werbemodell umgesetzt hier und auch keine vernünftigen Preise für Partner hin. Wir hätten es gerne, aber es funktioniert halt langfristig irgendwie nicht. Subs sind immer noch die Haupteinnahmen auf Twitch. Werbung ist eigentlich lächerlich. Da muss man halt einfach dran denken, dass Twitch halt einen ziemlich großen Teil einbehält, während YouTube halt 90% von Subs auszahlt, ne? Oder 80%, etwas dazwischen. Na komm. Oh, ich darf nichts sagen. Wenn ich jetzt sage, weil ich denke, wird es nachher alles viel schlechter laufen. Ich habe heute auch ein bisschen Zeit investiert, um mein System ein bisschen zu optimieren. Weil ich immer das Gefühl habe, dass irgendwas ein bisschen hakt. Habe ich beim Spielen jetzt nicht das Gefühl, dass das noch drin ist. Aber es kann auch einfach sein, dass gerade die, wo wir jetzt sind, die Stage, nicht so massiv hakt wie das Gebiet davor. Da gab es ja auch so ein paar Performance-Probleme. Das Problem ist einfach mit YouTube-Stream. Ja, ich weiß nicht, was das Problem ist. Also man muss halt den Partnervertrag bei Twitch auflösen. Und da rausgehen. Vor allem kannst du auf YouTube streamen, wie du willst. Dann kannst du auf 4K streamen, mit 20 Mbit upstreamen und solche Geschichten. Obwohl 4K wird schwierig. Sagen wir mal 1044p wird kein Problem sein, eher, wenn ich das vom CPU berechnen lasse. Das müsste man auch durchtesten. Hier
komm, schlag nochmal. Mein Gott. Shit. Zu spät. Wieder zu spät. Aber wenn wir 2 Stunden hier gespielt haben, dann können wir auch noch in ein anderes Spiel reingucken. Ich muss eh zwischendurch immer mal auf meine E-Mails achten, weil die Bemusterung für Star Wars wieder über Epic super spät kommt, wahrscheinlich. Weil ich bin ja nicht im, es gibt ja das EA Influencer Programm, aber das EA Influencer Programm wollte mich nicht. Ja, die Weisheitszähne darf ich noch behalten. Ich muss dafür einen Termin machen. Ich war heute nur beim Arzt, um meine Beißschiene zu holen. Angeblich soll auf der PlayStation bereits ein Patch rausgekommen sein. Also ein Day One. Ein ziemlich großer. Vor allem muss ich immer noch sagen, dass die Performance-Probleme nicht auf allen Systemen festgestellt wurden. Ready again to fire. Boah, was bist du denn für einer? Es gab eine Zeit, da hat man gesagt, 30 FPS sind flüssig. Aber eigentlich sind 60 FPS flüssig. Also alles unter 60 FPS fühlt sich schon ein bisschen merkwürdig an. Alles da drüber ist Bonus. Ich habe mir auf den Baum geschleudert. Nicht, dass er wieder nach oben gekommen ist. Richtig gutes System. Ich muss nur oft genug rüberschleudern, dann wird das schon was. So klar wieder. Geht doch.
Also solange ich über 60 FPS konstant bin, merke ich kein Ruckeln. Aber unter 60 FPS sehe ich das. Ich denke mal, es hat auch ein bisschen was mit den Refresh Rates zu tun. Oder ob du G-Sync noch dahinter laufen hast und so weiter und so fort. Ab wann dir das auffällt. Na komm. Upsala. Shit, ich hab ja nix. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Oh, ich Idiot. Ach, sehr schön. Er belebt mich direkt wieder. Da haben wir ja eine Chance für. Den hier drüben haben wir erledigt. Ha, Andeutung, dass hier ein Mensch verbrannt wurde. Schrecklich. Nein! Ah, Fake-Pflanze. Dass ich da die Herzbeere versuche zu holen, die es ja nicht gibt. Das ist auch nur eine Abkürzung. Bis jetzt sieht das Gebiet übrigens gar nicht so verschnorkelt aus wie, wie das Hauptgebiet oder das Startgebiet. Weil das ist ja wirklich heftig gewesen. Ich muss sagen, I sometimes wonder how someone like you was created. Well, there are bees and flowers and... You know, I don't mean that. I don't know what to tell you, Boji. My story is not that special. A young kid is born and abandoned in the same breath, only to grow up as one of many in an orphanage. That story's part of you, and as such, it is special. Especially for me. So that orphanage didn't sound like you enjoyed it. Nobody likes the orphanage. Neither the kids nor the matrons that foster them. Most kids leave the orphanage as soon as they can beg or steal good enough to earn their own food. So did I. I
just didn't belong there. And the matrons made sure to let me know every day. Well, except one. Hmm? What do you mean, except one? Enough for now. Maybe I will tell you some other time. Very funny, Farron. Für die Horde! Das ist ein Souls-like-Game, ja. Wenn du es aus Maximalschwierigkeitsgrad spielst, kann man es als solches bezeichnen. Wobei auch auf Normal muss man halt schon blocken und ausweichen. Im Chat wurde für die Horde geschrieben. Da denkt man immer sofort dran, ach ja, WoW könnte man ja auch mal wieder spielen. 100 Stunden später. I guess this is the main entrance to his region. Ist alles kacke, es ist nicht so schön wie früher. An explorer to know that. How did you not know where it was? It's gigantic. I didn't visit it often, as I found Uskull tasteless. And so did Ere. You mean Ere disliked it? So you followed his example? Well, I have my own tastes, you know. But I suppose you're partly right. For me, Ere's opinion always counted more than anything. He was my reviver and my mentor. I mean, he even taught me how to speak. So he was family to you? That... I don't think so. Even though I admired him, he always kept his distance. Keeping his distance? I suppose that is something I can understand. It doesn't seem like we can reach this entrance. So you still have a bit of time to prepare yourself before entering his tasteless home. Don't worry. Usko probably had more than one entrance, given the size of the region. Gestern nochmal den Film gesehen und irgendwie warte ich auch immer noch auf den zweiten Teil, obwohl ich nie WoW gespielt habe. Der Film, den hat mein Vater fand den WoW-Film auch gut, beziehungsweise den Warcraft-Film. Oder? Aber der hat halt einfach zu schlecht, also beziehungsweise ne, zu schlechte Einspielergebnisse. Ja, also Beginning and the End. Aber war der eigentlich für so einen Auftakt für einen Fantasy-Film eine gute Nummer? Oh, always good to see one of them. Wait, the Elysine weren't from here. I never said they were. They were nomads, always traveling. They didn't expect to settle. But when they found this valley with all its precious metals, as alchemists, they couldn't pass up the chance. And even though it was already inhabited by the Akreans, the natives of this valley, they got along well for many years. The Elysine even saw themselves as their protectors. This... it looks like they were more than just protectors. It looks like they were part of them. What made them such assholes? I already told you. They slowly grew corrupt after they tried becoming one with the metals. While the Elysine grew apart, the Akreans became lower beings in their eyes. And the Akreans believed them to be akin to gods, for they became a part of the land they prayed to. That corruption is what could await you, or even me. But while you have the chance to master the other elements, I will always just be bound to one. Every day, I have to do my best and grow. That is the responsibility I carry for receiving my powers. Wenn sich die Nerds der Welt nicht mal für einen WoW-Film zusammentun können. Ich glaube, das ist eigentlich das Problem, dass du zu viele
Power-Nerds hast. Bei der WoW-Lore, weil natürlich auch sehr viel Material da ist, wo Leute das dann gelesen haben und... OG's got your back. Und dementsprechend mehr wissen als die Filmemacher am Ende. Und da gab es ja auch einige Kritikpunkte im Film. Oh, astounding. There's always more to find. Habe ich mir sagen lassen. Let's go southwest. Willst du nach Südwesten? Weil da oben ist wieder eine weitere Plattform. Und selbst wenn der in China gut ankam, der WoW-Film, naja, wenn du nicht weltweit so ein teures Projekt an den Mann bringst, ist die Marge halt einfach zu beschissen. Also Warcraft The Beginning ist die Vorgeschichte, bevor Thrall ausgesetzt wird. Und an sich ist das der Auftakt für ein Buch, was es schon gab. Oh. Aufstieg der Clans oder so. Ich müsste gucken, ich habe es im Regal stehen. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich habe es damals auf jeden Fall gelesen und das hätten sie lieber verfilmen sollen. Sie haben sich ja wirklich für den Anfang entschieden. Der Geschichte. Also die drei Warcraft-Teile hatten schon eine richtige Lore. Da war auch eine richtige Story hinter. Hä? Ich habe genau zum Schuss... Vor allem Warcraft 3 hat halt eine, dann schon eine bessere Erzählstruktur gehabt. There's always ups and downs with Boji by your side. Moment, das ist ein schwerer Gegner. Tasty. Hä? Der steht da auf Null. Du kannst sie nicht finishen, also nicht mit X finishen. Voll der Betrug.
Blizzards Anwälte schaben schon, was Philly gerade sagt. Die haben das alles selbst erfunden. Die haben sich doch nicht an irgendwelchen Leuten orientiert. Da war Blizzard häufig genug mit Games Workshops vom Gericht. Shit. Ja, danke. Schubst du mich echt ins Wasser? Bist du tot direkt? Hammer. Ich möchte direkt kotzen. Vor allem, weil ich mitten im Spezialangriff war. I need some alternative to this. Go get them. So ein bisschen in dem Fest. Feeling better already. Ich hänge sogar wirklich in dem Fest. Danke, Maximus, für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Boah, ich habe nicht das Gefühl, dass ich darauf gut reagieren konnte. Auf den seinen gerade anstoßen. Nö, der legt sich wieder hin, okay. Gut, hier ist nämlich die Karte für das Gebiet. Gibt es auch einen Elesine-Entwurf anscheinend in der Ecke. Also eine von den mächtigen Waffen. My name is Farron West. I thought we were past introductions. This name. You won't find it in any registry. There,
I am only Pharaoh, not deserving of more. So it is for all orphans. But she didn't care much for that. Matron Vera gave me my names and always made sure to call me by both. Her way of telling me that I was more than society saw. She was the only one who ever thought me more. She was very kind. And in the end, cared too much for her own good. As long as she was there, I didn't want to leave. When she wasn't anymore, I had no reason to stay. Thank you for telling me, Farron. And I am sorry. Don't be. I'm not one to dwell on the past normally, as you may have noticed. And I learned a valuable lesson from it. Don't bother taking on responsibility. It will only lead to an early death, and a few tears cried in vain on your behalf. Warum habe ich jetzt eigentlich alle 5 Meter einen Dialog? Also vorher kam der ja auch stundenlang aus, ohne irgendeinen Dialog voranzutreiben. Ich bin in einem anderen Gebiet, glaube ich, 4 Stunden rumgelaufen, ohne ein Wort vom Spiel zu hören. Tasty. No distance is too far. Du da vorne bist fake. Du auch. Ah, da vorne ist die Karte von dem Gebiet. The Koreans truly were thorough. Ach, wieso? Was soll das denn? Total super, das Ranziehen. Beziehungsweise direkt hinspringen. Wenn sofort alle Gegner auf dich einschlagen, bevor du überhaupt da bist. Wir hängen hier schon wieder fest, ey. Ich krieg die Krise. Dieses dämliche Spiel. Du hängst in dem Busch fest. Es hat eine Funktion, dass du zum Feind hinterloppetieren kannst und du hängst dann fest. Das kann nicht deren Ernst sein. Hallo No Channel. 5 Jahre Entwickler in dem Spiel. Du kannst in dem Busch festhängen. Go get them. Fällt dir nichts zu ein. Benutzt du deine Technik und deine Spezialmoves? Ja, super, würde ich ja gerne, wenn es nicht keine Buschgefahr geben würde.
dann wäre es nämlich total super, mal ein Stück vorzuspringen zum Feind immer. Mal ganz kurz was gucken. Achso, hier war das Lager dann. Busch ist nur gut, wenn ich drin verstecken kann's. Aber selbst das kann der Held nicht. Wenn der Busch brennt und du eine Stimme hörst, es ist nicht Gott. Es ist einfach nur irgendein Passant, der dich anschreit, ob du den Busch angezündet hast. Ja, richtig. Tasty. Ich könnte schon mit der Beherrschung durch sein, wenn ich das gemacht hätte. Warum macht der einen Doppelangriff? Seit wann das denn? Oh Mann, ey. Kack mich das ab schon wieder. Hallo, ich habe ausgewichen und direkt Block gedrückt. Das ist einfach nur Betrug, sorry. Ich habe diesen Sprung und dann das Reif der Anhabe schon tausendmal abgewehrt. Einfach nur ausweichen und dann direkt Block drücken. Passiert nichts. Könnte ich ausrasten gerade. Ich habe da heute keine Affinität für. Ich geh mal kurz runter, weil ich glaube, da drüben war ich nicht. Na, vielleicht war ich da doch. Nee, war ich nicht. No escape!
Das ist halt das Schräge, wenn du einen portest, kriegst du sofort einen Angriff in die Fresse. Obwohl das Spiel dir sagt vorher, porte doch auch mal. Porten macht Spaß. Das kannst du mit als Angriffsfähigkeit nutzen. Nein, kannst du nicht. Gegner werden dich massiv verarschen, wenn du das als Angriffsfähigkeit versuchst zu nutzen. Endlich. Entschuldigung, dass ich mich so aufrege. Ist nicht meine Absicht. Inventar kann nicht geöffnet werden, weil da unten noch Gegner sind, die gegen die Wand laufen. Tasty. Spinnen sind echt die dämlichsten Gegner, weil die einfach am schlechtesten funktionieren. Renn dich weg. Ich hab doch gerade den Block gemacht.
Oh, sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Weil irgendwie klappt das gerade nicht so wie vorhin. Mach mal einen Angriff. Oh, du nicht. Du geh weg. No, this is not over. Warum hab ich noch einen Balken HP? Warum warum sterbe ich? Und der kommt da hinten aus der Ecke gelaufen. Wie kann das sein, dass ich schon wieder... Ich kann doch nur einmal wieder belebt werden. Hä? Ich habe das ganze Spiel kaputt gemacht. Ich kann den nicht treffen, weil ich zu weit hoch in der Schräge... Ohne Scheiß. Heute macht mich das Spiel wahnsinnig, weil es einfach so viele Unzulänglichkeiten jetzt in dem Gebiet hat. Du darfst nicht auf der Schräge kämpfen, weil du dann an den Feind vorbeischießt oder schlägst. Der Feind darf nicht leicht versetzt oben dir, über dir sein oder unter dir, dann funktioniert der Block nicht mehr. Sleep time's over. Ne, verstehe ich heute alles nicht. Weil es heute einfach nicht der Tag für das Game. Warum leuchtet da was im Wasser? In dem Wasser bin ich doch gestorben. Nicht nur einmal. Just a few steps. Ach, es lief gestern bedeutend besser in den 6 Stunden. Ich habe keine Ahnung, was jetzt das Problem ist. Muss das Leuchten einfach ein Fake? Und da gibt es gar nichts zu holen. Tasty. So, da hat man die Karte damals geholt. Oh, es sind wieder. Aber es sind auch die ganzen Spinnen wieder da. Ah, nee. Wir haben jetzt Nacht, dann sind andere Gegner da. Richtig. Ohne Sicht, ohne alles. In die Richtung.
I need some alternative to this. Let's go. Jetzt bin ich tot, pass auf. Weil der hinten kam nämlich schon angelaufen und den hätte ich ja abwehren müssen dann. Hätte ich ja nicht machen können, weil ich ja gerade auf dem Boden lag. Gute Idee für was. Wer das erste Mal bei Dark Souls stirbt, da werde ich doch mal anfangen, wahrscheinlich vom Skelett getötet. Ich sterbe eh, indem ich so runterfalle von der Klippe oder sowas. Das ist der Weg. Aber ich ziehe vorher noch meine ganzen Klamotten aus. Da ist schon wieder. Da schlägt er wirklich Millimeter mir vorbei. Und trifft mich dann noch. Das ist doch das Schlimme. Du machst den Block, aber er trifft dich. Total Banane.
here for a while. Ach, das geht. Weil fehlt mir zu heute die Ruhe, weil ich so wenig geschlafen habe nur. When I climbed the peak of the Everfrost Mountains, I looked down. And then, for the first time, I really saw how small the city of Frosthaven is. How small humans are. Barely the size of ants. It's the same everywhere I went. I wonder if I will feel the same about Akria after our journey. Always traveling into the unknown. Isn't it scary? Sounds like you did it a lot. A lot? I dare say there are not many places I haven't been. Many are similar, but for each that is, there is another one that is completely different. The green rainforests of Rakhal Makan. The endless desert of Garama. What is your favorite place? I let you ask. I don't know. I suppose I don't have one. Well, I guess I just don't really miss what I already know. I have nothing more for me to find. Akria, at least, still has many unexplored places. Doesn't seem like you ever plan on settling down. Settling down is for those who have left their own mark and are content. I doubt I will ever be that. Their own mark. Ich hab kurz was getrunken. Was ich heute noch zocke, erstmal zocke ich das, was ich gerade zocke. Und dann werde ich vielleicht irgendwann was anderes zocken. Aber erstmal ist das hier das, was ich zocke. Hä, warum? Ich konnte nicht nach rechts gehen. X4 gibt es danach definitiv nicht. Ich habe zwar X4 installiert, aber nur für mich. Nicht um das mit, also im Stream zu spielen. Ja, es ist halt, Star Wars. Wird ja eh erst morgen früh freigeschaltet. Es gibt natürlich ein paar Leute, die jetzt auf der PlayStation zum Beispiel schon streamen. Oder ein paar Pressevertreter, die anscheinend eine Sonderregelung haben, ab wann man darf. Aber es ist halt... Für mich ist immer noch 8 Uhr morgens die Zeit. Und ich habe auch nichts anderes gehört. Oder 6 Uhr morgens. Aber ich werde nicht um 6 Uhr morgens streamen. Höchst um 8 Uhr morgens. Hallo Mikesh. Hallo Xenom. Ich hab's generell sicher, weil ich eh das EA-Abo habe. So ist das ja nicht. Aber ich weiß eigentlich, dass ich über Epic Games auch benutzt werden sollte. Was
Ah, da kam noch nichts von Mitch. Mit dem ich da im Kontakt bin immer. Es gab ein, das ist das Doofste auf der Welt. Mitch hat mich gefragt gehabt, ja, möchtest du gerne Star Wars Deluxe Edition? Da habe ich gesagt, ja, möchte ich. Dying Light 2 brauche ich nicht, Dying Light, Dead Island 2 brauche ich nicht, das habe ich schon über Play-On direkt bekommen. Oder Play-On, wie auch immer man es aussprechen will. Ich spreche es eh falsch aus. Was schickt er mir denn damals in Dying Light, Dead Island 2 Key? Wo ich einfach gedacht habe, da kann nicht sein. Ich habe doch ganz explizit gesagt, ich brauche keinen davon. Scheiße. Ich muss einfach mal konzentriert bleiben. Dann klappt es auch wieder mit dem Kämpfen. Da war übrigens schon wieder die Sache, da ich unter den durchgegangen bin, wo der geschlagen hat. Und so soll das eigentlich nicht sein. Ich glaube, das gilt als Ausweichen bei dem Schwert. Aber es wäre totaler Schwachsinn. Es ist wirklich Ausweichen beim Schwert. Ey, ich krieg die Krise. Warum macht denn denen das... sowas da rein. Das ist doch die Kontertaste. Da können die doch nicht irgendeinen Move reinmachen, dass ich mich unten durchducke, weil es halt totaler Schwachsinn ist. Vor allem, weil es mit keiner anderen Waffe sowas gibt. So muss auch noch einen zweiten. Muss mir auch noch einen zweiten Monitor holen. Wieso? Weshalb? Warum? Ich bin irgendwann von zwei Monitor wieder runter auf einen gegangen. Beziehungsweise ich hatte mal sogar vier hier. Wie ich dann gemerkt habe, dass ich das alles gar nicht brauche. Na, wenn da eine Sackgasse ist, da muss ja irgendwo der General sein. Wo ich die Fähigkeit herbekomme, den zu erledigen. Shit, das ist doch wieder nur das Lager hier unten. Hier ist ein anderes Lager, oder? Ich bin verwirrt. Hat es richtig gelohnt ranzugehen. Mit der Spezialattacke.
Boogie Boom! Let's go! Der Finisher von der Hellbade ist schon ein bisschen fies. Let's go. Ist schon ganz cool gemacht. Hör ich da einen Gegner? Große Lanze. Hier war ich doch schon. Genau, da war ich von der Seite gekommen. As beautiful. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Also das ist der richtige Weg. Aber hier möchte auch Bochi mit mir sprechen, also müssen wir richtig sein. Too bad I can't fight him yet. I think the time to prepare will come in handy. You feel the cool breeze. I do. You think there's another entrance to the region down there? I'd bet my scarf on it. USB-C kann auch als Displayport dienen. Es ist halt zum Beispiel auch beim Handy möglich, darüber das Handy anzuschließen an jeglichen Monitor. Ich hatte nämlich früher ein USB-C zu HDMI-Kabel. Da habe ich immer Filme aufs Handy geladen und habe bei meiner Freundin dann das Handy angeschlossen, um Filme zu gucken. Weil die hatte keine Box für Netflix oder sonst irgendwas. Mein Gott, Sprache ist ganz schlecht die letzten Tage. This week's memories. Nach deiner momentanen Einschätzung, zockst du das noch durch? Also ich würde das gerne durchzocken, aber ich glaube, das Problem wird sein, dass Star Wars und Age of Empires 4 so ein bisschen dazwischen grätschen. Und dass ich heute nicht gut in dem Spiel bin. Thank you.
I've got your back. Wird heute definitiv zu häufig gerettet von Boji. Boji Boom! So this is Mananai. Looks pretty hard. If you like your weapon, I wouldn't recommend trying to break something off it. Stable Mananite is the hardest material you can find in Akria. You won't find a scratch or a crack in it. So I will look for small rocks to take with me. Got it. Man, my collection grows and grows. Your backpack is at your service? That was always the worst part about traveling. Having a giant bag on your back while you're trying to fight, roll in the dirt. So thank you for carrying everything, Boji. Okay, hier gibt es einen Respawn, da oben ist ein Reisepilz. Ist da zum Beispiel ein Scheiß mit dem Anstürmen. Also das ist okay, aber das gerade das Anstürmen, das ist ja gar keine Chance auszuweichen vorher. So ein paar Sachen wirken einfach nicht ganz durchdacht hier wieder heute. Obwohl ich wirklich ein paar Sachen darauf schieben muss, dass ich nicht gut ausgeschlafen bin. Das ist wie beim Autofahren. Geh nicht zur Fahrschule, wenn du nicht geschlafen hast. Du bringst nur dich und andere in Gefahr. This could be useful, right? Naja, nicht gut ist führen, fast first try auch nicht schlecht. Bei was denn? Das sind alles nur normale Gegner im Moment hier. Wir sind nicht beim Boss oder bei, es gibt auch ein paar Bosse, die hier in der offenen Spielwelt sind. Look out!
Kommst du mal bitte runter? Wo kommst du denn her? Ich sterbe oder auch nicht. Sie sind echt von da ganz hinten gekommen, okay. Wäre so eine Art Rückspiegel richtig gut. Ich stress mich gerade total unnötig und muss so dringend pinkeln, ey. Yeah.
Tasty. Alter. Was soll die Kunst machen? Hä? Ich bin doch gar nicht künstlerisch tätig. Das ist keine Hellbar, das ist ein Speer. Die Hellbar ist wirklich langsam. Bam, 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 Klugscheißer-Mod. Das heißt Überlebenskünstler. Ja, der kann natürlich durch den Baum schießen, ich darf ihn aber keinen Schaden machen durch den Baum. Das ist die Gerechtigkeit, die ich suche. Noch geiler ist, wenn man plötzlich den Sehnensound nicht mehr hört, an dem man sich orientiert, wann der schießt. Ready again to fire. Hope you're ready for it. Weißt du, was ich manchmal nicht verstehe? Mal reicht das einfach vorbei, also beziehungsweise normal zu laufen, manchmal musst du ausweichen. Immerhin. Fertigkeiten. Wo ist die Lanze? Erhöht den Schaden von Farrens Spezialangriffen. Just where do you pull them from? Ich kann auch viel mehr Schildblock machen, aber es kostet halt Ausdauer. Hallo, immer ehrliche Arbeit hier. Das ist die Karte. And I learned something new.
Namen Dunlock, grüß dich. Better look away. Moment. Wenn ich da runter gehe, dann sollte ich, glaube ich, genau dahin kommen, wo ich hin muss oder will. Schreien. Freust du dich auf Zelda 2 für die Switch? Ich weiß nicht, weil ich lange keine Zelda-Spiele mehr gemacht habe. Also wir haben zwar Zelda 1 damals, also das Zelda für die Switch zwar hier gespielt, aber weiß ich noch nicht, ob ich dafür Zeit haben werde. Let's look for the gate. The cold wind's got stronger.